Also Reinhard, jetzt liegt vor uns der Stand von Dina Vanelli. Ja. Dina Vanelli, ein türkisches Unternehmen, ganz bedeutend für die deutsche und europäische Textilindustrie. Ein Lieferant von Yap, von Fischbacher, der überall präsent ist, mit einer eigenen Designsprache, aber der auch mit den Partnern, mit seinen Kunden gemeinsam Design entwickelt. Also das Unternehmen eigentlich in dem ganzen Bereich. Ja, super. Und der Herr Türkin, mit dem reden wir jetzt. Guten Tag, Herr Türkin. Guten Tag. Grüße Sie. Ich habe Herrn Reinhard Flöth-Otto mitgebracht. Dankeschön. Willkommen. Guten Tag, Herr Türkin. Willkommen. Schön, dass ich Sie kennenlerne. Herr Neukirch hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Oh, Dankeschön. Dankeschön. Herr Türkin, wir haben ja etwas gemeinsam. Wenn ich an Herrn Flöth-Otto denke und an Ihr Unternehmen denke, beides traditionelle Familienunternehmen in der zweiten, dritten Generation. Und ich glaube, das ist etwas, was schon mal per se verbindet. Jawohl. Also ich bin auch die dritte Generation in der Firma. Und die vierte ist jetzt auch, läuft hier herum. Ah ja, schön. Ja, und also wir sind in Textil geboren. Und ich kann vielleicht was erzählen. Unsere Fabrik und unser Haus war in demselben Platz. Und wir sind geschlafen. Damals brach auch ab und zu mal die Elektrizität. Da war alles still. Ja. An dem Zeit sind wir aufgewacht. Ah, ja. Also wir waren gewöhnt, in diesem Tick-Tack-Geräusch zu leben und zu schlafen. Also hat alles natürlich angefangen und läuft heute noch. Also Textil ist unser Leben. Ja, sehr schön. Eigentlich nicht unser Leben. Das ganze Leben geschieht ums Textil. Ja. Also wir ziehen Textil an. Wir sitzen auf Textil, wenn wir zu Hause sind. Überall ist Textil rund um uns natürlich. Und ich glaube, Herr Türkin, das ist einer der ganz wesentlichen Erfolgsrezepte. Man spürt, dass Sie damit leben. Und leben heißt auch lieben. Klar, so ist es. Und es ist natürlich sehr wichtig, dass man mit Textil jeden Tag beherrscht und dass man auch Textil liebt. Ohne Liebe gibt es kein Design, ohne Liebe gibt es keine Farbe. Das ist der, denke, Kernpunkt. Technik und Technologie kommt später. Ja. Herr Türkin, wenn Sie jetzt gerade das Stichwort Farbe, Design ansprechen, können Sie uns etwas erzählen, wie Sie die heutige Messe sehen, wie Sie aber auch die nächste Entwicklung in dem Bereich sehen. Was ist heute und was ist morgen Trend oder was ist bereits Trend gewesen, was sich heute noch weiter verstärkt? Ja. Natürlich, nach der Krise wacht die Population, denke ich. Man hat immer dunkle Farben angezogen. Da gibt es natürlich auch einen negativen, neben den natürlich Fashion, gibt es natürlich auch Mut, spielt eine sehr große Rolle. Und wenn man jetzt anschaut, alles geht jetzt nach Alten, Natur. Mhm. Man lebt jetzt in Natur, man möchte auch natürliche Fasern anziehen, ja, mit natürlichen Fasern leben. Ja. Wie wir hier Leinen bei Vanelli. Ja. Und obwohl es schwer zu bügeln ist, schwer zu waschen ist. Ja. Trotzdem ist so eine große Nachfrage nach Naturfasern. Das fühle ich, dass die Menschen jetzt mehr in Natur leben wollen und dass die Leben auch in Farbe wollen. Ja. Ja, deshalb sehe ich auch in den nächsten Jahren viel Farbe rund um uns. Ja. Das bringt natürlich auch Leben. Die Italiener waren ja Vorreiter zum Thema Leinen. Und seit vielen Jahren schon. Und ich denke, dass gerade auch das Thema Leinen jetzt in Deutschland schon an Gewicht sehr, sehr gewonnen hat. Ist das richtig? So ist es auch. Natürlich in dem Konsumbereich möchte die Hausfrau immer noch leicht waschen, leicht bügeln, ja, sofort aufhängen. Aber ich glaube, mit dem Natur-Life und Natur-Liebe zur Natur kommt es auch wieder nach den alten Sitten. Vielleicht mehr Zeit verbringen zum Bügeln und Waschen, aber trotzdem hat man einen natürlichen Umfang rundum. Was ist denn Ihr Favorit auf Ihrem Messestand? Ja, also wie wir so platziert haben, die Naturwelle ist hier, hinten gibt es nach Synthetikfasern und so weiter. Das ist meine Liebe. Das ist meine Liebe. Ja, deshalb haben wir so gut platziert. Und die Farben. Ja. Und die Farben. Ja.
Und hier sieht man ja eins, Farbe, Stoff braucht Licht. Klar. Ja, klar. Sie haben ja hier auf der Messe sehr internationales Publikum auch, ja. Welche Gruppe, welche Nationalität ist hier so für Ihren Stand die wichtigste? Also für uns ist immer Deutschland Nummer eins. Mhm. Dann kommt England, Benelux, in Italien in Frage. Dann sind wir natürlich, unsere sehr gute Kunden kommen aus Russland und neulich auch Fernost. Also in der Tat sehr international auch hier in Frankfurt. Ja, also Frankfurter Messe ist natürlich immer unbestritten, ja. Immer noch die beste auf der Welt. Ja. Es ist die größte und die wichtigste weltweit. Ja. Deshalb kommen auch alle türkischen Mitbewerber zu dieser Messe. Türkei ist jetzt nach Deutschland die zweitgrößte Ausstellergruppe weltweit. Ah ja. Ja. China ist natürlich auch ein sehr wichtiger Produktionsort, aber für die mittel- und hochwertige Artikel sind Türkei jetzt in Front. In Front. Ja. Ja, und nicht nur was die Produktion anbetrifft, der türkische Markt auch als Absatzmarkt ist ja auch interessant. Oh ja. Also wenn man die generelle Industrie anbetrifft, das ist die Autoindustrie, Konsumgüter, Luxusgüter, ist auch in der Türkei sehr steigend, der Tendenz. Ja. Ja. Also wie gesagt, das ist unsere Leinenecke. Dann gibt es natürlich hier die berühmte deutsche Marke Trevira. Das ist natürlich Flame Retardant, schwer entflammbare Stoffe. Das also speziell für den Objektbereich oder so ist für es. So ist es, ja. Und da haben wir auch ein sehr großes Sortiment. Unser Key Point hier ist, dass wir auch, obwohl die Polyester sind, dass sie einen natürlichen Look haben. Ja. Wir versuchen Leinen, Baumwolle, Seide und Wolle-Look in Trevira CS zu erreichen, und das haben wir auch im Großteil erreicht. Mhm. Da sind wir weltweit die drittgrößte Abnehmer von Trevira Fasern weltweit. Das ist natürlich auch ein Grund, warum wir das so in Front präsentieren, diese Stoffe. Es ist auch das, der Touch. Ja. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig für jeden Kunden. Da weiß man, dass wir auch einen sehr wichtigen Textilfachmann bei uns haben. Es ist auch ein Stück weit, das teilen wir, die Liebe zum Textil. Jawohl, so ist es. So ist es. Denn Wohnen ohne Textil, was wäre das? Ja. Okay, so gehen wir weiter mit unserem Trevira-Artikel. Da ist zum Beispiel auch diese Leinen-Look-Optik. Ähnliche Design haben wir auch auf Leinen gemacht, um zu zeigen, okay, das ist die Naturprodukt und das ist jetzt schwer entflammbare Produkt. Ja. Unsere Kunden, die beliefern mit diesen Stoffen all diese 5-Sterne-Hotels, Altersheime, Krankenhäuser. Ja. Das ist ein Muss in diesen Gebäuden. Ja. Können Sie in etwa abschätzen, wie groß dieser Anteil an Ihrem Gesamtvolumen ist, der Objektbereich? Der Objektpreis ist im Moment 20% unserer Produktion, aber ist steigend. Es steigt. Steigend. Das bestätigen viele andere Gespräche. Ja. Jawohl, also jetzt kommen wir unserem Synthetikbereich, das ist der Polyester-Look. Das wirkt ja fast dreidimensional. Jawohl, ja, das ist sehr gefragt, diese schrumpfende Garne, ja. Dass man so hoch und tief Relief hervorragt. Toll, habe ich noch nie gesehen, dass es sowas gibt. Ja, die Struktur ist sehr wichtig. Ja. Das ist eine farbenfrohe Gardine. Mhm. Ja, wunderbar. Modern. Wunderbar. Ja. Da ist die Dreidimensionalität durch Jawohl. Das Design nochmal unterstützt. Jawohl. Nicht? Toll. Das ist unsere Möbelstoffecke. Ah ja. Ja. Wunderbar. Ja. Und in den letzten Jahren sind weniger Design, mehr dezente Uni-Farben gefragt. Aha. Deshalb haben wir auch
klein gemusterte Designs. Mhm. Wird auch, glaube ich, auch der Tendenz in den nächsten Jahren ja. Ja, machen. Hier sieht man sie auch verarbeitet. Jawohl. Ganz toll. Braun kommt als Farbe, ne? Ja, also braun ist natürlich, braun, beige, weiß ist ja, ja. Natürlich immer die Farben, die 70%, 80% des Umsatzes machen. Ja. Natürlich, man muss auch Farbe da reinbringen. Das sind Akzentfarben, um etwas mehr Leben im Raum zu bringen. Aha. Aber fürs Fenster ist immer noch Weiß, ja. Creme, ja, ja. Ist immer noch gefragt. Wir haben auch eine Konfektionsabteilung in der Firma. Wir nähen diese schönen Kissen, auch Bettüberwürfe, Tischdecken für den Konsumbereich. Ja. Und da ist auch der Hauptmarkt wie vorher Deutschland. Ja. Also das heißt, diese Kissen und andere Dekorationsprodukte, die fertig aus Ihrem Hause kommen, werden via Ihrer Kunden verkauft. Das ist ein Geschäftsbereich und nicht nur Dekoration. Klar, also aus unserem Stoff machen wir auch Kissen und Läufer, Tischdecken, Bettüberwürfe, die werden auch natürlich in Deutschland vermarktet. Ja. Und an welche Kunden verkaufen Sie die? Das sind natürlich Editeure, das sind die Großhandelfirmen, die in Deutschland das vermarkten. Wir sind Produzent, wir gehen nicht an Einzelhandel, haben wir auch nicht vor. Ja. Also in diesem Bereich zeigt ja auch der Kunde wesentlich mehr Mut zur Farbe, nicht? Zu ungewöhnlichen Dessins. Ja, also das Schöne daran bei Kissen ist, wenn Sie eine bestehende Dekoration haben, sagen wir in hellen Farben, um das zu motivieren oder einen anderen Look ins Raum zu bringen, da kaufen Sie 5, 6 Kissen, tun Sie drauf, dann haben Sie eine ganz andere Atmosphäre, dann wird der Raum aufgefrischt. Mhm. Wunderbar. Ja, ja. Ja. Deshalb auch die Nachfrage an Kissen ist auch sehr hoch im Moment. Ja. Hier sieht man auch die Hochwertigkeit. Also Kissen und Kissen, das sind ja Welten, genauso wie Stoff und Stoff, das ist ja unheimlich breit. Also es ist schon ein Unterschied, ob ein Kissen aus Ihrem Hause kommt oder aus einem anderen Hause. Dankeschön. Dafür muss ich auch unseren deutschen Kunden bedanken, dass sie natürlich einen sehr hochwertigen Design- und Qualitätsniveau haben. Da müssen natürlich wir als eine türkische Firma dessen Ansprüche erfüllen. Und ich weiß, das tun Sie seit ganz vielen Jahren. In der dritten Generation. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Danke auch. Ja, Herr Türkin, herzlichen Dank für diesen wunderbaren Rundgang. Wir wünschen Ihrer Firma und Ihnen persönlich hier auf der Heimtextil und natürlich in der Türkei alles Gute. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Und ich übergebe jetzt noch mal an Herrn Neukirch, damit das Geschäftliche auch dann weiter einen guten Rahmen findet. Also ich möchte nur noch Folgendes sagen, nicht wiederholen, was Reinhard gerade gesagt hat. Sie sind prädestiniert, um auf der Welt des Wohnens ein Partner zu sein. Da gehören Sie hin, denn das ist eine Summierung hochattraktiver Marken und der Anlaufpunkt für den interessierten Einrichter. Ob er nun professionell sich damit mit dem Thema beschäftigt oder ob es um den Eigenbedarf geht, das heißt, ob es ein Endverbraucher ist oder ein Händler. Also herzlich willkommen auf der Welt des Wohnens. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch im Namen meiner Firma, dass Sie uns besucht haben und wir bleiben in Kontakt. Ja, auf jeden Fall. Jawohl. Ich bedanke mich. Nochmals herzlichen Dank, danke. Herr Türkin. Dankeschön. Alles Gute. Dankeschön. Und eine gute Messe. Dankeschön. Danke. Danke.